Nun ist es ja schon fast wieder Geschichte, das Alphaville-Konzert. Besonders bei den Autogrammjägern war an diesem Tage Mariengold gefragt. Im Anschluss an das Konzert hatten wir die Möglichkeit zu einem Gespräch. Wie in Schwedt heute gefallen? Es war super. Und also wir fangen jetzt gerade erst an mit der Tournee und wir waren noch nie hier. Und es war echt nur ein toller Abend für uns. Also das Publikum war klasse. Ihr werdet auch wiederkommen? Jederzeit, ja. Wer ist eigentlich von der Stammbesetzung noch dabei jetzt? Also von der Stammbesetzung sind noch alle dabei, aber diejenigen, die auch mit auf Tour gehen, sind nicht alle von der Stammbesetzung. Das heißt, der Einzige, der noch also von der Stammbesetzung dabei ist, bin ich. Und sowohl Ricky wie Bernd sind so menschenscheue Wesen. Und die sind einfach lieber, arbeiten lieber im Studio, als live zu spielen. Und das ist, also ich meine, wir arbeiten zusammen, wir werden jetzt auch das nächste Album zusammen schreiben. Und es wird sich eigentlich an der Besetzung von Alphaville, also studiomäßig und komposermäßig, eigentlich nichts ändern. Aber die Live-Besetzung, die Live-Band ist das hier. Und das sind auch Leute, die das richtig gut hinkriegen. Wie würdet ihr eure Musik umschreiben? Also wie stilistisch? Oh, das ist schwer. Weil ich meine, wenn man das vergleicht, was wir heute Abend hier gespielt haben, und also vergleicht mit den Studiosachen, das ist ja ein ziemlicher Unterschied. Also es ist rockiger und es ist irgendwie improvisierter alles. Ne? Wohingegen im Studio alles irgendwie kalkuliert und so berechnet. Also nicht kalkuliert hinsichtlich eines bestimmten Marktes, sondern kalkuliert hinsichtlich von musikalischem Effekt. Und also eine Live-Situation ist eigentlich für mich was vollkommen anderes. Also für mich war es sehr wichtig, die Sachen umzuarrangieren mit der Band und irgendwie also Möglichkeiten offen zu lassen, sodass du eigentlich bei bestimmten Stücken nicht weißt, wie die sich also jetzt, wenn du sie live spielst, entwickelst. Und dadurch hast du einfach mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, also auf der Bühne irgendwie tatsächlich was Neues zu schaffen, also außerhalb dessen, was die Leute eh schon kennen von den Platten und von den CDs. Welche Zukunftspläne hat die Band jetzt? Die Zukunftspläne sind, dass wir, also es war schon immer mein Traum, diese Band irgendwann zu haben, um in dieser Band überall zu spielen, wo die Leute uns hören wollen. Und also es ist wirklich ziemlich verrückt, weil wir im Moment ja, weil die Tour sich gerade konstituiert und also weil wir Angebote bekommen und die Leute erst allmählich kapieren, dass Alphaville tatsächlich also live spielt, was in den letzten 10 Jahren ja so gut wie nie passiert ist. Also spielen wir Schwedt, Beirut, Kapstadt, Bangkok, Burg, Berlin, Köln und was weiß ich, London und so. Es ist kreuz und quer durcheinander im Moment. Ne? Wir fahren also hin und her. Und das ist eigentlich ganz gut, dass wir, also rehearsen tun wir im Augenblick in London, weil wir von da aus überall eigentlich ganz gut hinkommen, auch nach Schwedt. Excuse me. Can you translate this? Do you know how Marion keeps such lovely hair? Can you say that? Er fragt dich, wie ich es schaffe, meine Haare irgendwie so stachelig aufzustellen. Yes, beer shampoo. Geezer. What is this? Im Namen unserer Zuschauer wird das gerade freuen, wenn Alphaville nochmal nach Schwedt kommen würde und das sind vielleicht auch ein paar mehr Leute hier sind. Ja? Vielleicht einen ganz kurzen Gruß an unsere Zuschauer. Sind. Okay, also wir kommen jederzeit wieder gerne nach Schwedt und wir haben hier ein duftes Publikum gehabt und es war ein super geiler Abend. Ciao.